Hallo Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Diesmal wieder am Start mit Assassin's Creed Valhalla. So, da bin ich wieder. Jo. Wie man sieht, wir haben jetzt als nächstes die Mission zu machen: Falscherei, beziehungsweise die Mission zu beenden. Erstatte Sigurd und den Brüdern Bericht. Das machen wir jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. Warum muss ich das? Na gut, ist nicht weit weg. Dann laufen wir einfach mal schnell hin und dann passt das. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die Brüder und Sigurd dann reagieren, wenn sie hören, dass wir eben Tonna, hieße glaube ich, umgebracht haben und eben deren Geheimnisse, sage ich mal, ja, jetzt geklaut haben, beziehungsweise wissen, was los ist. Und ja, dann denke ich mal, geht's auch schon zur nächsten Mission danach. Dann let's go. Nehmen wir uns hier noch den Proviant mit. Na, wollen wir mal. Eivor, hast du etwas herausgefunden? Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Der werdet ihr nicht mehr begegnen. Es sei denn, ihr wollt auch noch Helheim. Mein Silber, wenn ich bitten darf. Ah, der kommt ganz nach mir, Bruder. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Quest abgeschlossen. Falscherei beendet. Damals neue Quest. Mehrere. Ach nee. Ja, wir haben eine neue Quest und können jetzt mehrere annehmen, so. Da ist jetzt die Frage, was machen wir? Gerüchte über Legra Kester oder die Mauern von Tempelburg? Hier könnten wir auch noch was machen. Aber gut, das ist nur für unser Dorf. Ja, ich denke mal, finde Ivor und sprich mit ihm als erstes. Machen wir das mal. Such mal den mal schnell und reden mit dem. Die Frage ist, jo, wie weit er weg ist. In ihm leben. Ja, da muss ich ja ewig reiten. Tolle Sache. Gut, dann müssen wir jetzt da als erstes mal hinreiten. Könnte jetzt natürlich eine Weile dauern. Ja, aber gut. Anstatt er wäre direkt hier geblieben, wie wir eben im Dialog gesehen haben, nein. Nicht irgendwie unten irgendwo verstecken in der Menge. Nein. Direkt oben drauf klettern auf den Turm. Und da chillen. Egal, dann klettern wir hoch und reden mit dem. Müssen wir es halt eben auf die, ja, aufwendigere Variante machen. Der Typ hier oben, der ist tot. Gut, dann reden wir mal. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburgred ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgred hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Den Thron. Was ist zwischen dir und Uber? Lass ihn. Ich werde keine Seite wählen. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich,
wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er steht entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Suche in Legrakester nach Hinweisen zu König Burkhards Verbleib. Durchsuche die Kirche, durchsuche das alte Badehaus. Na dann. Let's go. Muss ich jetzt bloß mal gucken, wo das ist. Da haben wir schon mal den einen Ort mit so einem Schlüsselsymbol. Ist wahrscheinlich irgendwas zum Klauen oder so, zum Mitnehmen. Und da ist das andere wahrscheinlich die Kirche. Naja, dann laufen wir jetzt mal dahin. Welches wir zuerst nehmen, ist ja wahrscheinlich egal. Deswegen nehmen wir einfach mal das, was näher ist, und dann passt das. Ah ja, hier hochklettern kann er schon mal nicht. Alles klar. Aber ich denke mal, das Klettern ist auch viel zu auffällig hier. Ich will mit dir reden. Ja, wahrscheinlich kommt er weg. Ist klar. Was muss einen Weg geben? Ja, der Weg ist, die Typen jetzt zu töten. Ich weiche nicht auf! Gemeinsam. So, die haben wir. Ach, da sind noch mehr Typen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gedacht, hier drin ist keiner. Na toll. Kann ich irgendwas machen? Nee. Was willst du tun? Und dafür wirst du leiden. Ich kann die von hier oben mit dem Bogen anschießen. Das ist eigentlich schon nice. Weil sonst müsste ich natürlich in Nahkampf gehen und das nicht so optimal, wenn hier ganz viele sind. So, wie viel haben wir jetzt hier noch? Nehmen wir uns erstmal ein paar Pfeile mit. Hier drin ist jetzt soweit keiner mehr. Gut. Dann hätten wir das. Hier ist noch einer vor der Tür. Da oben kann ich was kaputt machen. Die Frage ist halt, was mir das jetzt bringt. Na egal. Ich würde sagen, wir töten erstmal den Wachen vor der Tür, damit der uns dann nicht irgendwie noch, sag ich mal, Probleme bereitet. Dann ist der schon mal weg. Schießen wir das Ding da oben runter. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat, wenn ich das da runterschieße. Aber gut, ich sollte ja nach Hinweisen suchen. Die Frage ist halt, was genau suche ich? Ein Zettel oder irgendwie... Ja, keine Ahnung, irgendwas anderes. Klettern wir einfach mal nach oben. Gucken, ob da noch was ist und dann... Gehen wir einfach mal zum nächsten Gebäude. Weil die Nebenmission durchsuche das Badehaus habe ich ja noch nicht abgeschlossen. Beziehungsweise die Kirche. Hier sind nochmal Pfeile. Ach so. Ach, darunter muss ich wahrscheinlich. War das hier hinter mir zu? Ja moin, perfekt. Gut, dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Dann gehen wir mal nach unten. Hier gibt es soweit nichts. Dann gehen wir mal hier lang. Haben hier noch eine Kiste, die wir mit. Menge Vorräte, die sich hier verstecken.
einen Bogen und was zum Lesen. Voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kampflos geschlagen. Leofrids Anweisung. Erntet die Felder ab und ladet die Karren voll. Diese Nahrung wird uns versorgen und wir müssen sie so schnell wie möglich wegschaffen. Ich werde selbst mit den Karren reisen und dafür Sorge tragen, dass sie sicher bei unseren Männern ankommen. In der Zwischenzeit werden wir alles in der Kirche und im Badehaus lagern. Bewahrt Ordnung, bleibt wachsam und wartet auf meine Rückkehr. Gut, damit schon meinen ersten Beweis. Beziehungsweise nicht Beweis, halt Hinweis. Dass der Typ jetzt wahrscheinlich gerade auf Reisen ist. Kann ich jetzt hier raus? Ja, perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt noch ins Badehaus und gucken mal, was da noch so abgeht. Den nehmen wir noch mit. Dann zum nächsten Haus und dann gucken wir mal, was wir da noch so finden. Wahrscheinlich noch so eine Schriftrolle oder so. Dann ist das wahrscheinlich das Badehaus. Da stehen auch noch mal zwei Wachen, beziehungsweise sitzen da. Das muss das Badehaus sein. Innen drin sind auch noch mal welche. Dann an der Tür stehen noch mal zwei. Dann denke ich mal, wir gehen übers Dach, weil sonst haben wir ein bisschen, sag ich mal, Stress. Und das wollen wir jetzt ja nicht. Wir können ja dem Ganzen auch aus dem Weg gehen. Wir könnten natürlich die jetzt auch alle töten. Aber das sind dann wahrscheinlich doch zu viele. Beziehungsweise zu viel gleichzeitig. Das ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Burgreds Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Sitzt da jemand oder sieht das nur so aus? Ne, er sieht nur so aus, gut. Dann warten wir jetzt, bis der die Treppen hochgeht, schnappen uns den hier. Und dann... Natürlich stellt er sich jetzt woanders hin. Können wir den hier erstmal noch irgendwie holen? Nee. Der ist draußen, gut. Den haben wir. Frage ist halt, ob man den jetzt holen kann, ohne dass der uns sieht. Ja, doch, möglich ist es. Jo, er sollte eigentlich einen Attentat machen, hat er nicht gemacht. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Stress an der Backe. Die Typen scheinen uns gehört zu haben. Hier ist noch was. Gut, das ist wahrscheinlich die Hinweise, die wir suchen sollten. Frage ist jetzt, ob die hier hochkommen. Na nee, gut, also können wir erstmal durchlesen. Leofrids Anweisung. Schafft das Getreide ins Badehaus. Haltet es dort bis zu meiner Rückkehr unter Verschluss. Manche Bauern werden sich womöglich wehren. Seid nicht zu hart zu ihnen. Wir nehmen ihnen ihre Lebensgrundlage, ohne versprechen zu können, dass sie je alles zurückerhalten. So, dann haben wir das soweit gefunden. Jetzt gucke ich mal, ob es hier oben noch was gibt. Hier noch was? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Leiter hier nach oben. Aber wir haben wahrscheinlich noch nicht alle Beweise gefunden, beziehungsweise Hinweise.
Weil, ja, sonst hätten wir ja die Nebenquest abgeschlossen. Und danach sieht es zumindest nicht aus. Hier ist noch ein Raum. Gilbert. Da ist ein Typ. Ah ja. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivar Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legerkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, los, bring dich schnell hier raus. Sprich mit... Achso, das war der Typ schon. Gut, habe ich jetzt überhört, dass der das war. Ich kenne mich egal. Wo bist du denn hin? Folgen wir ihm mal und hauen ab. Genug jetzt. Ja, der Typ haut einfach ab und ich bin dann im Fight, oder was? Toll. Egal. War zum Glück nur einer. So, dann hinterher da. Und auf zur Action. Kill die Soldaten auf dem Markt. An meiner Seite. Was soll ich tun? Tempel, los, kämpfen! Er fragt einfach, was er tun soll. Kannst direkt mithelfen, dann geht's schneller. Der macht nichts gerade, der Typ. Steht einfach nur hinter mir. Ja, was schaffen wir auch ohne den Typi seine Hilfe? War jetzt nicht unmöglich, das Ganze. Fertig. Gut. Jetzt müssen wir wieder mit dem sprechen. Ich töte dich. Hallo? So, jetzt vielleicht? Ah, jetzt. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Gemurmel und Gejammere zu beantworten. Was hast du dir gedacht, Ivar? Gilbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgreds Frau Ettlesweet ist im Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Da haben wir die Quest abgeschlossen. Gerüchte über Legrakester. Jo. Lief doch gut. Wir haben gewonnen. War ein relativ einfacher Kampf. Wären es jetzt stärkere Gegner gewesen, wäre es auch was anderes. Aber ja, ging. Stapelt die Soldaten hier. Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Gut, dann soll es erstmal gewesen sein mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne die Links in der Beschreibung zum Discord-Channel und Instagram. Schönt gerne drauf. Checkt gerne Instagram ab. Lasst gerne ein Follow da. Dann bis zur nächsten Folge und ciao.